Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Skyrim. Ihr Lieben, unsere erste Aufgabe, wenn wir die Steine von Berenzia oder wie auch immer sie heißen haben möchten, ist, das Haus in Einsamkeit zu bekommen, wo wir uns jetzt hier auch gerade befinden. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut für Himmelsrand. Und für dich. Willkommen im Blauen Palast. Hier müssen wir jetzt irgendwie die Gunst von Jarl Elisif erwerben, erschleichen, erklauen. Ich habe keine Ahnung, wir werden es erfahren im Laufe der Quests. Erstmal alles klauen, was da ist. Das ist immer gut. Barentia, nicht Berentia. Ich werde es nie lernen. Niemals, niemals, niemals. Hängemoos. 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 ja. Nur ein leerer Palast ist ein guter Palast. Wisst ihr ja. Der ist ziemlich leer sogar. Hallo. Was ist denn hier los? Hey du. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Warum hat Ulfric euren Mann getötet? Wir reden hier von Ulfric Sturmmantel aus Windhelm. Weil hinterlistige Feiglinge so etwas eben tun, wenn sie nach Macht gieren. Oh. Ulfric war versessen auf den Thron des Großkönigs. Er meinte, ihm würde er eher zustehen als Thoric. Und so trat er vor meinen Ehemann und er brüllte mit dieser furchtbaren Stimme. Wie etwas aus einer Legende oder einem Albtraum. Als Ulfric seinen Zorn entfesselte, da hörte mein Mann einfach auf zu leben. Und nun genug davon. Denn es schmerzt mich, davon zu reden. Verständlich. Seid ihr jetzt die Großkönigin von Himmelsrand? Nein, noch nicht. Obwohl es wahr ist, dass mein Ehemann Thoric der Großkönig war und ich seine Witwe bin. Doch jetzt ist nicht die Zeit, Anspruch auf den Thron zu erheben. Dieses Land ist von Krieg zerrissen und das Volk leidet. Die Sturmmäntel sind eine Plage für Himmelsrand. Und wie jede Plage müssen auch sie ausgemerzt werden. Erst dann werde ich meine rechtmäßige Stellung als Großkönigin einnehmen. Wow. Also Freunde, ich muss sagen, wir haben ja schon einige Jarl getroffen. Sie ist bisher eine der coolsten jetzt. Ohne irgendwelche Vorurteile. Einfach jetzt vom Kennenlernen her. Okay. Vertraut ihr General Tullius? Nein. Noch dieses Land Tullius. Ist... Erst dann werde... Diese Frage klingt nur allzu vertraut. Ich höre sie auch oft von meinem Tarn. Sie sorgen sich, dass sich Tullius so sehr auf den Krieg konzentriert, dass er womöglich vergisst, was das Beste für unser Volk ist. Die wahre Ironie besteht darin, dass General Tullius zwar kein Nord ist, die Menschen von Himmelsrand aber ohne ihn hoffnungslos verloren wären. Vertrauen ist immer schwierig, besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Okay. Jarl Elisif, braucht ihr vielleicht jemanden, um die Wolfsschädelhöhle zu erkunden? Und so trat er als Ulf. Und nun genug davon. Vertraut niemals dem Mauspfeil. Ach, ich dachte, die Angelegenheit sei bereits geregelt worden. Ich glaube, Falk kümmert sich darum. Falk Feuerbart. Alles klar, Freunde. Ich brauche... Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Den brauche ich dringend. Den Lavendel auch. Das ist alles sehr dringend. Oh. Einsamkeit hat's scheinbar. Was denn? Sibyllis Tentor. Wow. Gold, Diamanten, alles da. Was denn? Sollten wir ein bisschen hinter sie creepern, aber sie sieht uns auch gar nicht. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Widerwärtiger. Na? Gib den letzten her, der bringt ja auch nichts mehr. So, was hast du so mit? Bollgeier? Ah, nichts dafür, der heißt so. 4 Schwerter für einen Typen. Ist ein bisschen viel, oder? Geralt von Riva hat 2 und den lachen sie schon die ganze Zeit aus. Ja, der hat 2 Schwerter, weil er sein erstes immer verliert. Ja.
Langweilig. Wendet euch mit allen Fragen an den Vogt. Ja, bin ja schon dabei. Mich in Ruhe. Wie die einen alle ankacken, ne? Dieb. Bin ich nicht. Bin kein Dieb. Ich habe eine Schnellladetaste, demnach kann ich kein Dieb sein. Nee, kann nicht sein, ist nicht. Kann, geht nicht. Dann geht doch. Hallo. Wenn ich etwas von Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, Seelensteinchen kaufen. Ich kaufe jetzt auch die mit Seele. Wir haben so viel Geld, aber leider nicht so viel dabei. Aber hey, immerhin. So, können wir irgendwas verkaufen? Nee, wir haben nur Seelensteine. Hä? Haben wir die der nicht wert geklaut? Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns noch einen leisten können. Passt. Mehr geht jetzt halt nicht. Passt auf euch auf und denkt daran, in der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu tun? Und erledigen? Euer Zeug stehlen wollen. Das bin dann ich. Hallo. Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Das ist ganz interessant. Was passiert mit Elise, wenn das Kaiserreich den Krieg gewinnt? Das wird sich noch zeigen. Sie hat einen legitimen Anspruch auf den Titel der Großkönigin von Himmelsrand. Doch wir benötigen die Unterstützung der anderen, Jarl. Soll der Anspruch Bedeutung haben. Mhm. Wenn diese sie als Herrscherin akzeptieren, wird es Frieden geben. Oh. So, ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der Wolfsschädelhöhle benötigt. Falk Feuerbart. Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Na denn. Und warum heißt sie eigentlich Wolfsschädelhöhle? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Portema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Okay. Daher kommt der Name. Alles klar. Portema. Nie gehört. Na dann, Freunde. Ja, also unsere nächsten Aufgaben, unsere große Aufgabe wird sein, die Steine von Barentia zu finden. Tatsächlich, da wird es aber dauern. Das heißt, das wird jetzt nicht innerhalb von wenigen Folgen passieren. Schätze ich mal, denn es sind 24 Stück. Wir haben gerade mal 8. Und ich habe gesehen, für einige braucht man also Questfortschritt sozusagen. Ich hoffe, dass keiner mit der Hauptquest erreichbar wird, weil die hatte ich eigentlich nicht vor, so bald zu machen. Ich mache mal lieber das ganze Zeug in den Städten zuerst. Pauschal mache ich das lieber. Guck mal, Skelette. Halt! Bisschen winzig. Wir brauchen den Drachenknochenbogen. Wir haben bestimmt Seelen. Skelette können nicht so viel. Die hat unser Pferdchen auch alleine geschafft. Schneebären. Skelett. Nix. Anderes Skelett. Auch nix. Okay. Ja, noch so ein Nachteil an Skeletten. Die droppen selten was. Höchstens ein bisschen Gold oder so. Eigentlich wie die Draug. Kann man mit den Draug vergleichen. Und sie droppen auch keine Totenschädel. Ich weiß nicht, warum das so ist. Voll gemein. Knochenglocken. Laufen wir mal außen rum. Ich bin mit meiner neuen super leisen Tastatur sehr zufrieden, ihr Lieben. Die ist richtig schön sanft und leise. Leer, leer. Okay. Na sowas, ein Draug. Gerade haben wir von dir gesprochen, Kumpel. Wilde, wilde, wilde. Was ist das da für ein Feuer? Das hat gar keine... Ach doch, ach, da ist die Fackel. Zumindest sowas ähnliches.
so ähnlich wie eine Fackel. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir stehen über allem anderen. Bats, mitten ins Herz. Geht doch. Ich erinnere mich, die Quests aus den Städten sind meistens relativ leicht. Diese hier, glaube ich, nicht. Einsamkeit hatte ich nämlich in einem meiner Offline-Spiele schon mal das Haus. Ich weiß noch, dass es sehr teuer war und dass die Quest nicht ganz einfach war. Mehr weiß ich aber auch schon wieder nicht mehr. Totenbeschwörer. Da hat man es doch erst mit einem zu tun im Tempel von Meridia. Das sind ja schöne Sackgesichter, ne? Hier läuft irgendwo ein Skelett oder irgend sowas in der Art. Leer, leer, leer. Alter. Das sind keine Magier, das sind Schluckspechte. Schaut euch das mal an, die sind alle leer. Ah, die Roben nehmen wir mit, den Rest lassen wir flacken. Geld und Essen. Leer. Leer. Es ist keine einzige Folge dabei. Der Topf ist auch leer. Nur am Saufen, aber nichts zu essen. Ist nicht gesund für einen, der ist gar nicht gesund. Geht's da nirgendwo hin? Okay, dann. Ich höre den doch. Da! Ist da jemand? Ah, ich hab ihn erwischt, nicht zu fassen. Das ist eine geile. Lass das mal. Auch zwar keinen Schaden, aber. Ich muss endlich die F-Taste mal länger halten. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Dadurch wird der Schrei erhöht. Ja. Wirkung. Hä? Das ist doch der Schrei, der uns die Energie des Gegners gibt. Ich bekomme aber keine Energie von dem. Schreie, Lebenskraft entziehen. Entzieht dem Ziel 20 Sekunden lang eine Gesundheit pro Sekunde. Na? Komisch. Sehr seltsam. Jetzt ist auch noch unser Bogen leer. Der hier auch schon. Hat man jetzt eigentlich nur noch Glück, dass das geklappt hat. Na, dann lass ich mal, bis wir ihn wieder brauchen. Wobei. Bei den kleinen Gegnern können wir den ruhig nehmen. Den Drachenknochenbogen. Weil die sind ja oft mal ein One-Hit. Allerdings bei den großen würde ich dann den leeren Bogen bevorzugen. Erstmal ein bisschen Schaden machen und dann am Schluss vielleicht auf den Drachenbogen wechseln, damit wir eben auch die Seelensteine füllen und die Verzauberung nicht einfach nur verballern, weil die ist mit jedem Pfeil wird die ein bisschen weniger. Also auch wenn wir den nur teilweise verwunden und nicht komplett töten. Shit, ich muss darüber, da ist eine Urne. Ich rieche das Geld, Freunde, ich rieche es. Wow, 12 Gold. Wahnsinn. Ah, schön. Das ist hier gar keine natürliche Höhle. Das ist irgendwie was Gebautes. Oh. Hä? Der Fackelhalter hatte gar keine Fackel. Ich wollte... Da waren Pilze, aber... Ja, ich halte ja schon die Klappe. Aber die Pilze, jetzt sind sie immer da. Oh, okay. Entschuldigung, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Ach so, könnte ja ein Wicht sein, ne? Probieren wir's mal. Ich hab den getroffen, ich fass es nicht. Oh. Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Yo!
Lange schlief dir den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbei. Oh, jetzt ist der stehen blieben, der Sack. Wir rufen euch herbei, Potema. Nein! Die Pfeile bleiben alle im Boden vor uns stecken. Mal. 3 Stück. Hier geht nicht mehr ab. Mist. Egal. Was macht unser kleiner Wicht? Hat der, chillt der schon wieder? Ich sehe den gar nicht mehr. Wo ist der? Der kleine Wicht ist verschwunden. Hier war doch so ein Traugwicht. Da ist er. Ist aber ein langer Flug. Voll in die Schulter. Das war eigentlich daneben, aber hey, egal. Hey, da ist jemand. Kann man den abschießen? Nee. Wir haben nur 5000 Skelette aufgewiegelt oder was auch immer das sind. Da ist einer. Guck doch mal. Der versteckt sich da einfach so. Das war kein böses Lachen. Sowas würde ich nie tun. Genau, komm schön hier hoch. So ist fein. Er ist einfach so weit weg, dass er gar keinen Schaden bekommt. Oh, wie ich es hasse, wenn doch ein Luftzug die Tür zugeht. Ich erschrecke mich da jedes Mal so übelst. Totenbeschwörer. Oh. Der war aber mal ein schöner Schuss. Wir gehen mal weiter. Sonst haben wir ja nachher nichts mehr zu tun. Ah. So viel dazu. Headshot. Ja, ich weiß, wir hätten auch das Öl runterschießen können, aber hey, passt schon. Eine Bitte. Das ist eine Pilzfalle. Nein, irgendwie nicht. Wo ist denn der Typ hingeflogen? Ist wahrscheinlich da runtergerutscht, oder? Kann das sein? Was? Fuß runter, wo? Da ist er ja! Doch runtergerutscht. Ich hab die Knochenglocken berührt, aber der ist eh schon tot. Der Todesfürst ist eh schon tot. Fuß runter! Da liegt Gold! Meins. Ich bin so unauffällig. Wahnsinn. So unauffällig wie Link im Porzellanladen, falls jemand Zelda kennt. So, also ich schätze mal, ihr kennt alle Zelda, weil die meisten von euch Gamer sein werden. Zumindest die Hälfte von euch. So. Da knurrt was. Das genau knurren hören. Hat er uns entdeckt, der Wicht. Hallo? Kann scheinbar nicht hier runtergehen. Ist auch okay. Ist auch weggelaufen. Hey, da ist jemand. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich verstehe zwar nicht, warum der uns jetzt nicht mehr gesehen hat, aber hey. Wir müssen nicht alles verstehen, Freunde, glaubt mir. Wenn ich euch das sage. Okay. Wo geht's nirgendwo hin? Hä? Wieso abgeschlossen? Müssen wir hier nochmal rein? Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, weil wir da hochgeklettert sind, dachte das Spiel, wir sind schon da oben oder so. Schätze ich jetzt mal. Lustig, kann man einfach die Quest umgehen. Die Quest erklimmen, sozusagen. Puh.
nicht, was heute los ist, Freunde. Normalerweise... Geschichten aus dem Leben von Eerie. Normalerweise tue ich frühstücken so um 6 oder 8 oder spätestens um 9. Ja. Und dann esse ich halt am Abend so gegen 5 nochmal was. Heute habe ich um 6 gefrühstückt, konnte dann nicht wach bleiben, weil ich so heftig müde war. Hab dann nochmal gepennt, habe um 9 nochmal gefrühstückt, habe gerade eben um 1 ein Stück Pizza gegessen und habe jetzt schon wieder Hunger. Ey, das ist für mich... Also wenn ich unterwegs bin, kann das locker flockig vorkommen, aber zu Hause ist es für mich total untypisch. Da bin ich eigentlich immer mal mit Aufnehmen beschäftigt oder... Mit Aufnehmen. Oder mit meinem Häschen oder mit dem Putzen oder mit sonst irgendwas. Und hab dann eigentlich gar keine Zeit, Hunger zu haben. Aber heute... kommt was. Cute. Ihr solltet mehr Traub beschwören. Die sind irgendwie heftiger als ihr selbst. Darum will ich eigentlich auch gar nicht, dass die uns sehen, weil das sind mehrere. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Korrekt. So kann man auch ausweichen. Ist da jemand? Der hat ganz schön viel Leben. Dafür, dass es ein gammeliger Adept ist. Das ist ein Streber. Ein Aufbau. Streber. Was war das? Nix. Spaß. Das ist immer noch der Kack-Todesfürst, ne? Hat der uns gerade gewone-hitted? Mit einem Fuß Rodar? Ey, wir müssen echt wieder Gesundheitsgehen. Das ist ja übel. Das ist ja übel. Ich komme ja mal gar nicht drauf klar hier. So ein Todesfürst daher, hey. Und Fussrot dart uns einfach weg. Nicht zu fassen. Fussrot dart, war mal tot. Fussrot dart, das meine ich. Fussrot dart. Kann das gut, gell? Bin ja auch der Dora-Kin. Ah! Kann nichts dafür, wenn ich Pilze sehe, muss ich quietschen. Entschuldige mich herzlichst. Deswegen kann ich es aber nicht abstellen. Pilze und Käse. Es gibt nichts Schöneres als Pilze und Käse. Pilze. Und Totenschädel. Wir haben schon fast 200 Schädel. Ist das nicht toll? Toll. Wir könnten das alles jetzt abkürzen, indem wir einfach abhauen. Aber das machen wir selbstverständlich nicht. Ich finde nur die Tatsache cool, dass es so ist. Sehr beeindruckend. Enge Moos. Lasst uns das nicht vergessen, wenn wir oben sind. Das können wir nämlich jetzt noch nicht nehmen. Weil wir zu weit nicht hoch genug kommen. So. Noch zwei Hände. Hier waren wir schon fleißig. Na gut, nehmen wir den Bogen auch mit. So, hier irgendwo war jetzt das Hängemoos. Ich glaube da. Nicht. Ja. Aua. Da ist es. Kommen wir da nicht? Kommen wir da ran? Nee. No way. Keine Chance. Ah. Schick. Sieht aus wie so eine Kleinkinderzeichnung.
von einem der Wölfe aus Skyrim? Von einem der Wölfe aus Resident Evil, wollte ich sagen. Haha, du bist tot. Wir haben gerade der Brücke die Seele entzogen. Ist auch nicht schlecht. Hier fehlt irgendwas. Wo ist mein Hängemoos? Sie fix. Oh. Aha. Hängemoos, wo bist du bloß? Hahaha, das war ein Zug, der ist es. Ha, hab's erwischt. Der hat einen Splitter im Rücken. Warum da? Okay, den hat irgendjemand mit so einem Eissplitter ermordet. Die haben sich scheinbar gegenseitig auch umgebracht. Hier ist überhaupt nichts versperrt oder so. Ich glaube nämlich, wir haben gar keine Dietriche dabei. Weil wir im Knast waren und ich habe die abgelegt und nicht wieder aufgenommen. Weil ich nämlich schlau bin, wisst ihr? Müsst ihr immer bedenken, wenn irgendwas komisch ist? Ich bin schlau. Das ist der Grund für alles. Hä? Öffnen Wolfschädelhöhle? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, wir sind jetzt wieder unten. Okay. Komm, Glocken. Da lang muss man. Alles klar. Aus in Einsamkeit. Wir kommen, hoffe ich. Schattilein, alles cool? Wenn er durch die Gegend trippelt, dann hat er meistens irgendeinen Feind gesichtet. Aber diesmal nicht. Oh, unser Schatti ist so ein braves Pferd. Ich bin nicht müde, ich bin nie müde. Hängemoos! Das habe ich vorhin schon gesehen, aber da hatte ich mir gerade die Nägel frisch lackiert. Da konnte ich nicht springen und looten gleichzeitig. Ist wirklich, ist true story, ist wahr. Ich komme nicht so hoch. Naja, ein Teil davon ist... Etwas ist durch Einsamkeit gefegt. So wie eine Meeresbrise. Die Diebesgilde ist hier. Ja. Und wie wir hier sind. Schön. Aus dem Weg. Hallo. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier ich habe seid, wenig hallo. Ihr seid zurück. An Falk Feuerbart, meinen Vogt. Was habt ihr in der Wolfsschädelhöhle gefunden? Ein paar Totenbeschwörer haben versucht, Potema zu beschwören und zu binden. Potema selbst? Jo. Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Ich glaube schon. Ja, ich habe das Ritual unterbrochen. Es ist vollbracht. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Okay. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Na dann. Bargeld. Hau muss gleich wieder wenn auf den Kopf. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ah, mehr geht nicht. Oder? Sind jetzt nicht wirklich viel wert. Brauchen wir alles nicht. Das ganze Schutzzauberzeug. Jo, einer ging noch. Passt auf euch auf und denkt mögen daran, die Götter über eure Kämpfe wachen. Von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Alle, die so ein hallo. Tapferes Herz ich habe eine persönliche Angelegenheit, bei der ich auf eure Hilfe hoffe. Okay. Wie kann ich euch dienen, Jarl? Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Mhm. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Alles klar? Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Sag mal, wieso macht ihr das nicht selber? Es ist seine Frau. Naja, es wäre natürlich eine Ehre, euch zu helfen, liebreizender Jarl. Liebreizende Jarl Elisif. Ist Jarl weiblich? Jarline. Keine Ahnung. Danke. Das würde mir viel bedeuten. Das Lustige ist, Torix Kriegshorn haben wir ihr schon geklaut. Die hat uns das jetzt nicht gegeben, sondern das haben wir schon seit Ewigkeiten in unserem Besitz. Ja, ja, Freunde, so ist das. Wir sind schon ein ganz verwegener Bursche, gell? Alter, wo ist denn der Schrein? Was? Sie wollt ihr uns verarschen? Na gut. Am anderen Ende der Welt ist der nächste Schrein von Talos. Okay. Na ja, gut, wenn der überall verboten wurde. Die Verehrung und so.
Kann ich mir das sogar vorstellen, aber ist schon geil. Ins andere Ende der Welt reisen. Nur um so ein blödes Horten da abzulegen. Oh, Vorsicht, Pferdchen. Tut dir nicht... Oh, nee. Oder? Was könnt ihr packen? Ich speichere mal lieber, weil wenn Schattenmähne stirbt, müssen wir laden. Egal, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ja, geht doch. Braves Kerlchen. Das briefste Kerlchen auf der Welt. 1-2 Meter groß, schwarz, bösartig, Dämon. Ist so ein feines Babylein. No. So. Kann man nix dagegen tun. Ist ein Babylein. Alles, was ich mag, ist ein Babylein oder ein Schatzilein oder ein Uiuiui oder ach, was weißt du nicht. Oh, Bargeld. Alles meins. Ich habe keine Pietät. Was heißt das überhaupt? Pierre? Oh. Warum haben die Elfen den nicht längst abgerissen, den Schrein? So, zurück. Das war super anstrengend jetzt. Lass das. Sieht mich und zieht sein Schwert. Ich bin nicht der, der deine Pfeile geklaut hat. Echt nicht? Wirklich nicht? Ich versprech's. Ich schwör's sogar. Moos! Schon abgeerntet. Es ist ein schöner... Falk sagte, ich könnte auf euch zählen. Hm. Ihr habt euch das Recht mehr als verdient, Eigentum zu erwerben und den nächsten Schritt zu unternehmen, um Tane zu werden. Cool. Sprecht mit Falk, wenn ihr das Geld habt. Und vielen Dank. Mein Jarl, was benötigt ihr noch? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemanden wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Okay. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Dann wünsche ich euch viel Glück. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit. Mögen die Götter über eure 25.000, okay. 25.000. Was hat das letzte gekostet? 5.000. Heiligsblechel. Ganz schön draufgegangen, die Immobilienpreise, ihr Lieben. Ich hole das Geld, dann sehen wir uns wieder hier.